ja, werden jetzt Bruns Torheit spielen. Trinke dein Bier schneller als dein Gegner und bleibe auf den Beinen. Klingt machbar. Ist noch nicht gebaut. Das sollte ich vor dem Fest erledigen. Um das Gehöft für das Fest vorzubereiten, werde ich wohl den Viehhof bauen müssen. So, okay, also er erzählt jetzt schon was über was anderes, aber wir haben uns eigentlich für diese Quest da entschieden mit dem Trinken. Also hier, das ist, scheint hier wirklich alles wegen dem Event jetzt hier da zu sein und auch der Schnee. Finde ich sehr schön. Wir sprechen einfach mal mit denen. Das tun Trinkspiele immer. Die Regeln lauten, erstens, du trinkst, bis sonst niemand mehr steht. Zweitens, das war's. Willst du spielen? Ah, ja, ich hab Durst. Aber sicher. Oh, und da stehen sie schon wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Muss ich ehrlich sagen. Achso, X, ja. Ich muss ja immer zum richtigen Zeitpunkt eine Taste drücken. Das ist das Schlucken quasi. Und man muss ein bisschen aufpassen. Und vor allen Dingen jetzt konzentrieren. Schmeißt du etwa schon? So, wir sind jetzt ein bisschen... Oh, scheiße. Ein bisschen schneller. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unseren Vorsprung nicht... Ach, scheiße, versauen. Jetzt müssen wir ein bisschen gegensteuern. Habe ich schon auch vergessen, dass das ja noch existiert. Ein bisschen schwieriger als sonst. So, jetzt wird es ein bisschen... kritisch, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich die höchste, ja, ich sage mal die höchste Runde, die natürlich am schwierigsten ist. Ach scheiße, es war jetzt genau falsch. Man muss natürlich mit dem linken Analogstick ein bisschen gegensteuern, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Kommt jederzeit wieder. So, natürlich dreht sich jetzt ein bisschen. Haben jetzt Jule-Marken gewonnen aufgrund dieser Missionbeendung, sage ich jetzt mal. Ja, war ganz nett. So, und hier haben wir jetzt neu. Bruns Torheit, trinke dein Bier schneller als dein Gegner und bleibe auf den Beinen. Also das kann man wahrscheinlich wieder die ganze Zeit machen. Aber das haben wir jetzt eigentlich abgeschlossen.